Ich glaube, wir wechseln mal die Musik. Ausmachen. Und schwupp. Hab so ein bisschen was verändert. Ich habe jetzt ein Logo. Und naja, Jack Red und Viu ist auch mit dabei. Bisschen düster ist das hier gerade. Ich sollte mal lichten, nicht wahr? Uah, wir haben Licht. Wir haben Licht. Ich glaub's nicht. Ist ja Lichtenberg. Kamera ist ein bisschen offen, nicht wahr? Aber ich weiß auch nicht, was da los ist. Und ich hoffe, mein Rechner läuft heute nicht zu heiß. Das wäre voll fein. Was wir heute machen? Wir werden auf jeden Fall... Wo ist eigentlich meine... Mein Engine ist weg. Muss nicht laufen? Ich dachte, die müsste laufen. Sieht aber gut aus. Ich bräuchte mal einen Chat auf jeden Fall. Das wäre toll. Das wäre ganz famos. Mal schön zurücklehnen. Kann ja schon mal. Ja, ich für die Wii U, nicht? Ach ja. Es ist Wochenende, Leute. Wochenend-Hype. Haipu! Haipu die Harpune. Sowieso warten, bis die ganzen Leute reinkommen. Aber, naja, ist ja noch früh heute. 24 Stunden Stream, heute nicht. So viel steht fest. Ich bin ganz schön gedamaged, aber das ist ja nichts Neues, wenn man mal locht wie so ein Maulese. Hallo. Krieg ich Bild? Dankeschön. Dankeschön, Bild ist da. Schön. Chat, krieg ich Chat? Chat muss auch da sein, weil sonst ist doof. Ja, das Ding lädt erstmal. Ihr seht den Ladebalken unten rechts nicht. Naja, Wii U halt. Was willst du machen? Ist halt nicht die starkste Engine. Wupp. Aber das kriegen wir. Wenn ihr einen Chat habt, ist alles fein. Und Ton wäre auch nicht verkehrt. Wo ist mein fucking Ton? Ah. Störe. Störe. Schön. Funktioniert das also besser als gedacht? So, Chat will ich hier hin. Ist das ein Pop-Up-Chat? Nicht. Mein Chat geht an. Jo, warum auch? Was wir heute machen wollen, sind die Meilensteine. Mit dem Chat fix einmal on the fly. Ja, kein Problem, wir sind ja Profis. Lege während der Credits die gesamten Hintergründe frei. Ist eine Sache, die wir ganz gerne machen wollten. Ich weiß nur nicht, mit welchem Kaffee das am besten wäre. Im Prinzip können wir relativ schnell durchgehen. Wir werden einfach weitere Modus. Wir werden das Solo machen. Klassisch. Wähle deinen Kämpfer! Gucken wir mal, welcher Kämpfer da am besten Schnittewerte hat. Ah, ich hab Chat. Hallo, Chat. Wow. Ich hab einen Chat. Ja, Kamera und so. Ich weiß. Hat die Größe. Wunderbar, verschlüsselt. Nein, ich bin gar nicht gehypt heute. Im Prinzip bräuchte man jemanden, der schnell ist. Der muss ja nicht viel Schaden machen. So viel steht schon mal fest. Ne? Das ist eigentlich schon alles klar. Ich würde es jetzt erstmal mit meinem Main probieren. Ah, ich sitze ja nicht auf der Couch, aber ich kann trotzdem damit ein Problem. Dann wird es auch funktionieren. Wo ist denn mein Main Gym? Oh la la! Zero Suit Samus! Warte, wir haben ja was ganz Essentielles vergessen. Ich hoffe, das wird nicht so. Wähle deinen Kämpfer! Personalisieren. Ganz wichtig. Das ist mein Name, so weiß ich. Roland. Und dann ist es eigentlich egal. Es ist ja nicht festgegeben, wie
wie schwer das sein muss. Von daher kann das auch so bleiben. Bereit? Los! Wir gucken uns einfach durch, haben den Endscreen und versuchen ihn dementsprechend alles freizulegen. Ich muss gegen Link, Wario, Mario und Toon Link. So viele Kabel im Weg. Ich muss mich so ein bisschen entschuldigen für meine Stimme. Die ist auch ein bisschen kaputt. Aber bereit? Los! Und wir müssen auch die Wörter bewegen, um schnell zu kriegen. Weil wir machen ja eh nichts. Liegt aber auch daran, dass die Leute echt gut geschwacht sind. Und ich trotzdem schlafen können. Ja, das kann sogar sein, dass Samus auch ein bisschen kleiner ist, als es ist. Ich will abschreiben. Was ist das, oder? Kannst du bitte sterben, Mario? Schau. Ende. Das kann nicht sein. 10 Gold. 10 Gold ist besser als 6 Gold. Und ich habe auch so ein bisschen was verändert. Ich habe heute echt ein bisschen am OBS geschraubt. Der im gestern überhaupt nicht gefallen. Es ging einfach überhaupt nicht. Was schade ist, denn ich streame gerne. Gegen Samus Ganondorf! Ein Ticket bekommen. Kein Falschparker-Ticket. Man sieht tatsächlich nur... Bereit? Los! Ich muss ganz kurz ändern. Ja, ist egal. Jetzt machen wir. Hat immer den Ladescreen gesehen. Gleichzeitig. Unten rechts. Ich kann ganz gerne auswählen. Ich könnte eigentlich auch Jack Red als Namen geben, aber ich kann das machen wieder mit Roland. Live ist live. Nein, das ist doch weiter. Eine Brille. Dann darf ich wohl mit mir. Jetzt haben wir gerade noch einen Sinn. Das ist so sinnlos einfach. Diesen Match war echt sinnlos. Ne, was ich verändert habe, werdet ihr sicherlich heute im Laufe sehen. Wie gesagt, das mit dem Videobildschirm ist eine Sache, die haben wir zerlegen. Die wollte ich reinhauen, einfach weil es schöner aussieht. Und naja. Oh, neuer Move. Cheek. Das ist cheeky. Aber man hört mich, hört man mich. Hört man mich? Ja. Los! Schön, schön. Das klappt heute echt gruselig. Gut. Dieser Kabel von mir, ne? Normalerweise hätte ich den Samen. Gegen Luger! Aber ich DDD! Mach hier nick. Bereit? Los! Der Sound ein bisschen zu leise, muss ich sagen. Jo, besser. Ulala. Ach, weil das so 2D ist, kann man gar nicht so weit sehen. Okay. Ist mir recht. Ist mir recht, der Speck. Hat das mein Freund gesehen? Okay. Das ist gar nicht möglich mit der Lava in Super Mario 3DS. Das ist ja schön. Ende! So. Wie viel wir gerade freischalten, obwohl es eigentlich nur einfach ist. Das ist echt krass. Bereit? Ja, ich bin gespannt, bis wir alles bekommen haben. Leider. Gegen Samus mit Peach, Mega Man, Rock und Kirby. Zusammenwackeln.
Ich hätte mich gerade nicht mehr qualifiziert, wenn ich nicht geschickt wurde. Holy Mac and Cheese. Das ist schon ein gewesen. Wahnsinnig gut. Ende. Ein bisschen Feuer dahinter. Kommen so viele neue Moves, finde ich sehr schön. Ich mag das. Ich habe genug Level, wusste ich da nutzen könnte dafür. Bereit? Los! Und ich möchte auch ein bisschen meinen Spaß für Super Smash Bros. Wiederentdecken. Ja, langsam verloren hatte. Gegen Captain Falcon, Turnley! Wir sollten den Sound so ein bisschen wieder runterknüppeln. Ich weiß. Bin da nicht ganz so vehement zu. Bereit? Los! Weil es doch immer sehr, sehr hoch ist. Naja, ein Problem ist das nicht, selber Moderator. Nur in Spielen, wie zum Beispiel das gut zu benutzen, das ist doch sehr essentiell. Nicht immer auf dem Spiel. Das ist aber ganz gut. Und, ja, ich liebe die Spiele von Nintendo einfach. So ist es gut. Wollte ich machen. So viele neue Sachen. Wir sind gleich beim Endgegner. Gegen Team B! Was auch völlig in Ordnung ist, weil wir müssen wirklich. Wir müssen das schaffen. Bereit? Los! Jetzt ist schon ein bisschen peinlich, dass es noch nie geschafft hat. Nein, das ist echt peinlich. Diese Sache. Übrigens, wer auch dabei ist. George Lucas. Ich hab gehört, George Lucas ist jetzt ein Arsch geworden. Wow. Okay, das ist ein Arsch. Ende! Eisengesicht, Gold, Luftkittel, wir haben ein paar Pumps bekommen, Muckelmarke, ein extremes Sternenteil für Lucina. Lucina? Ich nehme mich wieder Kopf und Kragen. Gegen Meisterhand! Ja. Hat er mich doch bekommen? Ist völlig egal, der ist so gut wie down. Dass wir die Credits sehr schnell abarbeitet bekommen, um die 100% zu bekommen. Das wäre echt toll, ehrlich gesagt. Mal gucken. Endergebnis! Schön. Schönes Ding. Sushimaru streamt gerade. Schön. Oh Gott. Ich muss einfach mal rennen, bitte. Ich bin echt ein ganz schöner Spieler, dass ich alles freispielen kann.
verwandelt sich hier auch immer ein sehr schneller Spielerprofil. Moin, Flash Dragon. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dich zu sehen im Stream. Verdammt, jetzt hab ich mich abgeschaut. Ich muss 100% bekommen, hier das freizulegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Ja, aber schön, dass du auch da bist. Ach, boy. Ah, das steht mir gut an. Ja, wir haben jetzt schon ein bisschen mit Fanservice begonnen. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, mein Lieber. Denn, es ist ja Wochenende. Warum bist du schon auf? Nein! Komm her! 100% sind echt so schwierig freizulegen. Ich muss mir echt ein paar Tipps aus dem Chat holen gleich. Wie ich das Lösen mache. Okay, das war gut. Die sollten nicht aufgeben. Jupp hat gestern echt eine harte Autofahrt. Oh, ich bin mal lieber. Wie war das denn mit dem Wetter? Es war ja auch ziemlich eisig, glaube ich. Oh, und wir hatten den ganzen Tag im Nebel. Autofahren ist echt übel im Winter. Ich meine, ich habe zwar in Anführungsstrichen nur ein Wetterreifen aufgezogen. Bis jetzt haben die mich eigentlich sehr gut getroffen, muss ich sagen. Verdammt! Get those fucking 100%, please. So. Oha. Tempo. 97%. Dark Soccer. Hallo. Blitz, Eis und Eisregen. Oh mein Gott. Bin ich immer so froh, dass ich davon verschont bin. Braucht man echt nicht. Braucht man wirklich nicht. Der Fanservice ist ein Charakter. Ja, ja. Aber wie ich sehe, bist du ja gut angekommen. Das ist echt gut. Nee, echt hätte. Bereit? Los! Echt hätte. Hätte. Was wir heute versuchen. Wir wollen eigentlich die Meilensteine voll machen in dem Spiel. Und den ersten Meilenstein, den ich mir dummerweise ausgeguckt habe, ist einfach mal 100% vom Endspiel vorgeben. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das echt anstellen soll. Was macht Samus da oben? Oh! Waluigi wäre auch echt ein toller Charakter ins Match. Weil er einfach mal so gnarlig und gemein ist. Das sind also nur Macher. Das ist toll. Waluigi regelt einfach. Das reicht schon völlig aus. Muss mal so ein bisschen. Oh, das ist hell. Ja. Und wie gesagt, ich muss mich da echt so ein bisschen. Vielleicht habt ihr einen Geheimtrick, wie ihr den Endscreen wirklich freilegt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Wirklich nicht. Gegen Falco! Während der Fahrt Wischblätter eingefroren. Ach, Kacke. Ja. Ice, Ice, Baby. Vor allem, was sucht der Vogel hier in dem Mushroom Kingdom? Kannst du bitte mal stehen bleiben, damit ich die aus der Map schmeißen kann? Ich werde dich sehr verwundern. Oh. So geht das wieder. Mit 60 oder 50 Stundenkilometer über die Bundesstraßen. Boah. Je nachdem, wie lang die Strecke war, hast du sie wirklich gebraucht. Bereit? Los! So, nächsten Rundho. Aber schön, dass du wieder also, ganz ehrlich, selbst wenn du nur mit 10 km/h die Bundesstraßen langfährst, ist völlig egal. Hauptsache, du kommst sicher an. Das ist ganz wichtig. Bereit? Los! Rosalina. Oh, Autos. Das ist wie im echten Leben. Ich kann mal vor Ort wegkommen. Selbst wenn sie runter ist, abgehen wir die Schule. Von Arbeit, nachdem wir den Alter dafür finden.
Moment, habe ich gerade die Mutter mit der... Nein, nein, nein. Das nimmt alles ganz komische Sachen an gerade. Übrigens, Flash Dragon, Wasser, ein Origami-Lehrer für seine Schüler. Kannst du knicken? Ich lese gleich, was im Chat steht. Ich habe es gesehen, dass du das geschrieben hast. Ich muss hier nur mal fit gehen. Jetzt mal einen tollen Body. Aber die nervt echt. Also, kennst du die Frauen, die gut aussehen, aber einfach nichts in der Birne haben? Das ist die Gefühl. Kannst du mal Ingame-Sound runterdrehen? Okay, das habe ich mir fast gedacht. So, Ingame-Sound ist jetzt bei... 2. Bei 5%. Ich glaube, ich könnte meine Stimme auch noch ein bisschen lauter drehen. Das ist jedes Mal das Gleiche, ich weiß. Ja, die Capture Card, die nimmt echt schreiend auf. Aber habe ich das nicht eingestellt? Warte mal. Das kriegen wir doch mal so hin. Ich habe das doch extra nicht eingestellt beim letzten Mal. Volume Default. Wie ist denn jetzt? Ist das besser? So, also lauter kann ich meine Stimme, beziehungsweise leiser kann ich den Ingame-Sound nicht stellen. Das ist echt das höchste aller Gefühle, was mich, was die Capture Card zulässt. Sag mal, ob das besser ist. Ich warte zu lange. Gut, perfekt. Danke dir. Sowas ist immer ganz hilfreich, wenn du sowas sagst. Weil ich krieg das ja meistens gar nicht mit. Ich laber ja einfach nur und höre so ganz nebenbei den Sound. Sehr gut. Oh, das finde ich super. Ich habe jetzt Volume auf minus 5 gestellt. Oh, finde ich mega. Warum ist er so rot? War wohl im Sommerurlaub. Hallo, kannst du... Mega Man, weißt du? Also was war mit den Weibern? Was? Ich lese das gerade nur so nebenbei im Chat und werde hier verkloppt. Nee, es bezog sich einfach auf die Wii Fit Trainerin. Weil mich die gerade so ein bisschen in-game genervt hat. Die wollte einfach mal nicht sterben. Das ist... Ja, manche Menschen haben das so. Die wollen einfach nicht sterben, weißt du? Das ist bei manchen... ungeliebten Familienmitgliedern genau das gleiche. Die wollen einfach nicht sterben. Das ist... naja. Nee, alles gut. Oh, wir haben eine Spezialtechnik für Luigi bekommen. Hüpfende Feuerball. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Ich muss mir nur irgendwann mal die illustren Sachen bereitlegen. Die ganzen Amiibo-Figuren habe ich hier gar nicht. Nee, und bei der Wii Fit Training war das ganz genauso. Die hat vielleicht einen guten Body, aber ansonsten... So. Oh, wir haben... eine Framerate von 0,28% verloren. Das ist ziemlich gut fürs OBS von heute. Seit dem letzten Update von OBS spinnt alles rum. Ich weiß auch nicht, was die Leute da machen. Es ist zwar... Ich hätte sogar nochmal X-Split zum Stream. Da habe ich eine Halbjahreskarte geschenkt bekommen. Aber... Ah, weißt du, wenn du... Pikachu, Pikachu, please, Pikachu. Please. Alter, diese Elektroratte. Krieg ich einen Föhn hier. So, ciao mit V. Und schön mit Ö. Bis gleich, der Scheich. Bis dann, der Mann. Und, Achso, OBS. OBS, wollte ich sagen. Hat irgendwie Schluck auf letzter Zeit. Ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegt. Aber ich bin auch Moderator in einem großen MLG Counter-Strike-Chat. Und, die haben genau das gleiche Problem. Es liegt einfach an OBS. Da kannst du echt nichts dran drehen. Motorradkluft habe ich bekommen, die hatte ich leider schon. Ich könnte X-Split ausprobieren, aber das mache ich erst, wenn ich den Stream-Rechner hier stehen habe.
Und dazu muss ich echt noch ein bisschen sparen. Ich habe keine Kohle aktuell, um mir den zu leisten. Leider. Ich würde euch echt ein bisschen bessere Qualität bieten, aber ist aktuell finanziell nicht drin. Aber wer wartet, der bekommt Gutes. Der bekommt echt Gutes. Wie viele Trophäen habe ich? Das können wir gleich mal nachschauen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Super Smash Bros. Ist das Spiel mit den meisten Trophäen tatsächlich, die man sowieso bekommen könnte. Ich möchte die Chill haben, danke. Oh boy. Aber ich habe, glaube ich, noch nicht alle Trophäen. Wir können uns das Ganze mal angucken. Ja, und dann, wenn ich dann einen Streaming-Rechner habe, dann könnte ich mal XBit ausprobieren. Wobei ich bisher mit OBS sehr zufrieden bin. Wirklich sehr zufrieden. Tschüss. Ja, ja, ja. Flash Dragon, du kannst mir sagen, wie ich den Hintergrund beim Endscreen freilegen kann. Denn das ist eine Sache, die ich bisher noch nie geschafft habe. Und die mir noch bei den Meilensteinen fehlt. Tatsächlich. Trophäen schauen wir uns gleich mal an. Keine Sorge. 110 KP. Oh wow, das war schlecht gespielt. Könnte der gute Fuchs mal kämpfen? What does the fox say? Habe ich leider auch noch nicht geschafft. Flash Dragon. Das gibt mir Mut. Bin ich wenigstens nicht der Einzige. Tja, dann wissen wir, was wir heute tun können. Den fucking Endscreen freizulegen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Es müsste so ein Slowdown-Item geben. Oder ich müsste mir einfach mal Videos auf YouTube ansehen, wie es tatsächlich funktioniert. Also die Trophäen der ganzen Spiele habe ich alle schon freigespielt. Da ist nichts dran zu holen. Aber die einzelnen, die man bekommt, das ist was anderes. Da habe ich nicht alle. Nö, nö, nö. Uah, es geht schon los. Damit Axt. Siehst du, da habe ich schon einige verloren. Ich glaube ja nicht mal, dass man wirklich alle freispielen muss. Und ich glaube auch, dass das Springen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich gucke mal, dass ich einfach nur auf dem Boden bleibe. Ein paar Items einsammle, so ganz nebenbei. Dass die zumindest auf einer Seite weiterhelfen. Wow, nein, nicht sterben. What does the fox say? Fox ist auch einer meiner Lieblingscharaktere. Und war auch mein Main, bevor ich mit Samus durchgestartet bin. Fucking shit, da geht mir mindestens mehr als die Hälfte oben flöten, wenn ich nicht springe. I don't like. Wenn ich die Items suche, brauche ich auch sehr viel Zeit. Ich meine, ich kann kontinuierlich eine Reihe abbauen. Aber halt auch nur eine Reihe. Ich befürchte, wir müssen das tatsächlich mit zwei Leuten machen. Da muss ich mal ein paar Leute einladen. Oder ich müsste... Warum nicht vier Leute einladen? Dass ich einen Koop mache und dann einfach hier den ganzen Endscreen freilege. Wobei die Leute, die mit mir spielen, naja, Verständnis vom Spiel auch wenig haben. Fucking shit, ist das schwierig. 90% habe ich gleich. Der Fox, der dreht total ab. Da ist schon die Musik. Ne, kriegen wir nicht hin. Kriegen wir leider nicht hin. So leid es mir tut. Sind wir noch riesig. So. Peach Mainer? Wirklich? Ist das echt so? Ich glaube, ich habe noch nie einen Peach Mainer tatsächlich getroffen. Ich bin beeindruckt. Ich könnte es nicht. Wirklich nicht. Also Peach ist echt... Boah, wenn ich die mal spielen muss, das ist echt... Aber die wird auch manchmal wirklich unterschätzt, nicht wahr? Du wolltest die Trophäen sehen, mein Lieber. Kannst du haben.
Wo waren die noch? Schnell Natur, nicht wahr? Trophäen. Ich würde jetzt mal den Schauplatz dir zeigen. Um die mal in ganzer Fülle zu sehen. Also, by the way, ich hatte alle Zeitrekorde von den Mario Maker Levels. Das habe ich gesehen, mein Lieber. Ich habe mir das gestern angeschaut. Du Verrückter. Du Verrückter. Ja, 517 Trophäen habe ich. Das ist, ist das eine Menge? Ich weiß nicht. Ich finde es schon ganz schön viel. Schöner Bart, du beginnst. Den hatte vor 40 Jahren auch schon mal jemand. Ich habe es gesehen, Flash Dragon. Du Verrückter. Trophäenrausch. Nimm mal Trophäenrausch. Ich glaube, du bist tatsächlich einer dieser Spieler, der echt besser ist. Und was, das ist nicht mal wirklich schwer. Du hast 262 Trophäen. Ist viel. Jo. Finde ich auch. ich weiß auch nicht, wie man den Unterschied erkennt, wenn man Trophäen kauft tatsächlich. Inwieweit man da den Unterschied erkennt, welche man schon hat und welche noch neu sind. Das müsst ihr auch mal rausfinden. Oh, diese Kackkugeln. Braucht doch kein Mensch. Lalalala. Nein. Nö. Fuck. Scheiße. Das war schlecht gespielt. Muss man ja auch mal so sagen. Wegrollen. Weitermachen. Wie gesagt, ich kaufe auch ganz gerne mal Trophäen, wenn ich zu viel Gold habe. Du hast es ja leider gar nicht mitbekommen, den Tag. Ah, fuck, ich hätte den Special Donkey Kong nehmen sollen. Den ich besondere Fähigkeiten beigebracht habe. Aber das geht auch. Wenn man sich in der Mitte stellt, dann geht das echt. Okay, okay, okay. Wow, wow, wow. Da hat er sich einfach mal aus der Seite geschlichen. 40 Sekunden. Schönes Ding. Hübsches Ding. Ich versteck meinen Ehering. Ist ein bisschen affig. Ich mag Affen. Und wieder weg. Weg, weg, weg. Oh boy. Oh boy. So much gold. So much gold. Oh yeah. Oh, Baby. Das war relativ gut gerade. Es hat sich doch ein bisschen gelohnt. Kriege ich noch was hin? 5 Sekunden? Okay. Give me all the trophies. Na, im Jump'n'Runs wäre ich echt wohl besser wegen jahrelanger Erfahrung, aber in Smash Bros. Bin ich eher der Durchschnitt. Ganz ehrlich. Ich bin auch nur Durchschnitt. Das Gute daran ist nur, dass meine Freunde, Kumpanen, Kollegen alle noch schlechter sind als ich. Von daher gewinne ich meistens den ersten Preis, wenn wir Matches machen. Matches oder Turniere. Wir haben auch auf Facebook eine Seite, The Arcade Club, wo ich Leute einlade, einfach so zack, ne? Und dann zocken wir und der Erste bekommt dann immer einen Preis. Bisher gab es verschiedene Amiibos. Ich habe auch noch Giveaways, die ich irgendwo rumzufliegen habe. Je nachdem, was der Herr denn eben für eine Konsole hat, habe ich meistens immer was rumzufliegen. Was haben wir bekommen? Wir haben Mega Totok bekommen. Bin ich echt ein Freund von. Manhole klingt verdächtig nach Glory Hole. Aphroditenkönigin. Gleiches Thema. Lipstick. Ähnlich, ähnlich. Hammerkopf, okay. Sehr viele Anspielungen heute, die zweideutig sind. Bei mir ist es leider andersherum. Das sind echte Pros, okay. Nein, also als Pro würde ich mich nicht bezeichnen. Also wirklich nicht. Wow, DK Rap erhalten. Wow, wow. Ich habe zwei Sachen freigeschaltet. Die Meilensteine wollte ich ja sowieso heute mal ein bisschen freiklopfen.
Wir haben ein Kommandovideo erhalten. Erziele eine Kette mit mindestens 300 in einer einzigen Partie Trophäenrausch. Das habe ich zuvor noch nicht geschafft und seit Monaten habe ich das zum ersten Mal wieder angepackt, das Spiel. Und wirklich Trophäenrausch gespielt. Dicky Rap, erziele Donkey Kong. Ja gut, Solo. Mit Palutena, sagst du, klappt das ganz gut. Was für einen Angriff soll ich denn da machen mit Palutena? Aber ich kann es ja mal machen. 5000 Kisten zerstört im Trophäenrausch. Wow. Oh wow. Ich bin übrigens gerade dabei, Wäsche zu waschen. Dreckige Wäsche. Nein, ich habe mein Hotdogs-Shirt in der Post erhalten. Und das möchte ich ganz gerne so schnell wie möglich auf die Leine bringen, damit ich es tragen kann. Hallo Tena, versuchen wir mal. Hoch die Hände, Wochenende. Okay. Der Angriff ist jetzt nicht so stark, das geht. Oh, ist eine Bombenstimmung. Beide Seiten immer mit Upsmash. Also Up A wahrscheinlich. Ah, okay. Ugh. Trophäen einsammeln ist ein bisschen tricky. Und bombig. Das kann ich noch saven. Eigentlich wollte ich mich ganz gerne runterstürzen lassen, weil ich schon ein bisschen gedamaged bin gerade. Was kriegen wir hin? Up Smash, Up A, Up A. Nö. Wow. Wow. Okay. Up A gefällt mir nicht ganz so gut. Vielleicht mache ich es auch einfach nur falsch, was eher die Variante ist. Wenn erstmal der Trophäenrausch im Gange ist, dann geht es sowieso eigentlich ganz gut. Wo der Strahl nach oben kommt halt. Ach so, mit C ab. Okay. Der Strahl nach oben kommt. Das klingt wie eine Klobenutzungsanleitung. Entschuldigung. Ich mache gerne Witze. Meistens über mich, aber manchmal muss auch andere dran glauben. Lalalala. Kiste. Oh wow, das ist echt gut. Das soll ich beibehalten. So, jetzt den hier nochmal. Schönes Ding. Wenn ich mal diese komischen Kugeln hier kommen würden, wäre es echt angenehm. Ah, da habe ich eine Trophäe verloren. Oder habe ich die mitgenommen? Wow, nein. Okay, alles gut. Kann man mit dir auch live reden? Ich wüsste nur eine Methode, wie das... Ich wüsste zwei Methoden tatsächlich, wie das funktioniert. Einmal mit TeamSpeak. Ich habe aber keinen Server. Ein paar Kumpels haben tatsächlich einen Server, wo ich oft mal drauf komme. Das ist aber ein bisschen wacky, wenn ich dann nebenbei noch streame. Also auf diesen Rechner wird es wahrscheinlich eher nicht passieren. Ansonsten wäre Skype eine Möglichkeit, wobei ich Skype eigentlich versuche zu meiden. Also nicht eigentlich, ich meide die Sache, weil es sehr viele bekloppte Leute gibt, die auch sehr viele bekloppte Sachen hackertechnisch machen wollen. Ist halt so. Menschen sind teilweise bescheuert. Kai Hunter, König. Feral Crusher. Nahrungsmittel, das ist die beste Trophäe ever. Mecha Fiora, Fässer. Also ansonsten, falls du eine andere Möglichkeit findest, mit mir zu reden, schlag es mir gerne vor. Ich versuche es ganz gerne möglich zu machen und ich finde die Idee echt gut. Kannst du auch Discord nehmen? Habe ich noch nie was von gehört. Was ist Discord? Höhenflug. Trampoliterror, sehr schön. Jut, jut, jut. Ha, gucken wir uns mal einen anderen Meilenstein an. Ich weiß nicht, ob wir den Hintergrund frei machen können. Discord. Ich werde das mal in der nächsten Pause mir mal angucken. Discord. Ich muss mir das mal aufschreiben.
Unos momentos, companos. Sí, signore. Discord. Ja, ich gucke mir das mal an. Also falls wirklich... Jetzt bin ich rausgegangen. Wunderbar. Falls es eine Möglichkeit ist, die funktioniert, die auch so gut wie störanfällig ist, bin ich sofort dabei. Auf jeden Fall. Ich habe auch diesen Teamspeak, aber der wird oftmals von... Link solltest du nicht posten, lieber Flash Dragon. Da reagiert mein Nightbot sehr, sehr extrem drauf. Wie du gerade mitbekommen hast. Tut mir leid. Nightbot ist ja sehr militant, was sowas angeht. Einfach weil viel, viel zu viele Amis rüberschwappen. Und irgendwelche Sachen hier reinposten, wo andere sehr, sehr nette Leute draufklicken. Und dann einfach komplett ihren Rechner zerfetzt bekommen. Deswegen habe ich die ganzen Links direkt gelöscht. Du kannst keine Links posten. Kannst du nicht. Du kannst keine Links posten. Ich kann Discord schon googeln. Ich bin alt genug. Manchmal. Ich guck's mir in der Pause an, keine Sorge. Da, da, bam, bam. Was haben wir hier unten denn? Okay. Zerstöre mit Pikachu 200 Kisten in einer Partie Trophäenrausch als Solo. Das ist unser nächstes Ziel. Wo wir schon mal beim Trophäenrausch sind und da so ein bisschen rein uns gemacht haben. Wir haben uns reingemacht. Falsch redet der alte dicke Mann da. Wir haben uns einfach reingemacht. Rangemacht, wollte ich sagen. Amiibo. Nein, da wollte ich nicht hin. Wie gesagt, die Regeln findest du auch unten. Wenn du nicht möchtest, dass der Nightbot Amok läuft, dann wäre es echt toll, wenn du die beachtest. Ich kann dich sogar... Was ich machen kann... Ich kann dir die Rechte geben, um einmalig einen Link zu posten. Hold on, hold on. Ja, wir wollen Pikachu haben. Tada. Oh, da habe ich noch gar nichts versucht damit. Ja, aber Flash Dragon wird hier echt von allen Seiten gefickt, gerade vom Nightbot. Au! Fuck my life. So. Und zwar... Lass mich kurz sehen. Maus, wo bist du? Dicke, fette Maus. Wie war das nochmal gleich? Ah ja, okay. So, jetzt müsstest du die Rechte haben, einmalig einen Link zu posten. RIP Dragon, RIP. Oh. Nein. Fuck. Wir müssen echt aufpassen hier, dass die Kisten nicht zu hochgestapelt werden. Wobei ich doch beim Hochstapeln echt so gut bin. Oh Gott, Pikachu ist so ein... Oh Gott, jetzt ist er ganz ruhig, der arme Flash. Hat mein Nightbot dich getötet? Ich hoffe nicht. Ja, Nightbot ist echt so ein russischer Geheimagent. Aber leider absolut notwendig.
aufgrund der, naja, ganzen Schitterei, die manchmal auf Twitch abgeht. Nein! Nein! das war knapp. So, jetzt haben wir es doch gleich. Schönes Ding. Ich glaube, wir verlieren mehr Trophäen, als wir hier tatsächlich bekommen. Ganz kurios. Achso, mit dem Goldanteil. Ich hatte mal viel, viel mehr Gold, bis ich ein Pikachu, was zum Henker, bis wir mal ein Turnier gespielt haben und eine der Spielerinnen dann meinte, ach, wir machen doch einfach mal, nein, ich meinte, machen wir einfach mal ein ganz schweres Match und mein Kollege meinte dann einfach, mach ich einmal den rechten Stick nach ganz, ganz rechts und starte mal. Ja, wir haben in der ersten Runde verloren. So viel dazu. Wir haben bekommen die grüne Box, den Fußball. Das war's. Habe ich den Meilenstein erreicht? Denn das wäre nämlich das, was wichtig wäre. Wir haben es bekommen. Wir haben Xeneras erhalten. Wow. Wow. Flash Dragon, bist du noch da oder kannst du einfach nicht mehr sprechen? Der Flash Dragon ist noch da, Gott sei Dank. Oh boy. Aber er wurde nur getimeoutet. Er müsste schreiben können. Hm. Ich verstehe es nicht. Manche Leute, ne? Und das ist der Nightbot. Erziele mit Link 50 K.O.s oder mehr K.O.s in einem einzelnen Endlos-Smash. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Wahrscheinlich hat er einfach nur etwas längeres Timeout bekommen. Was erstmal abklingen muss. Das wird der Grund sein. Weitere Modi, Solo. Und zwar klassisch. Klassisch nicht? Ich glaube nicht klassisch. Da. Training war es nicht. Stadion. Multismash, Endlos-Smash, nicht wahr? Und 50 mit Link. Ich glaube, das war das, was wir brauchen. Linkui. Ich glaube, da sollte 50 echt kein Problem sein. Obwohl ich das jetzt einfach so meinem jugendlichen Leichtsinn sage. Ach so, was auch noch immer bei jedem Turnier dabei ist. Jeder, der mitspielt, muss sich ein Mii machen. Der natürlich dann auch wieder hier auftaucht. Und auch manche berühmte Persönlichkeiten sind mit dabei. Ich habe zwar keine Ahnung wo, aber das passt schon. Also wir haben zum Beispiel Robbie Williams dabei. Wir haben George Lucas dabei, Michael Jackson haben wir dabei, Snoop Dogg ist da unten mit dabei. Ich kann mich gerade nicht bewegen, aber okay. Oh, Link ist so stark. Link ist so stark. Naja, sagen wir so, Fire Dragon, ich habe meinen Chat wie Guantanamo aufgebaut. Gewappnet für alles, also fast alles. Ich glaube, wenn die Reddit Tool Army hier kommt, bin ich auch sowas von gefickt. Aber ansonsten bin ich doch echt gut drauf, was sowas mal angeht. Holy shitaroni. Wir brauchen nur 50, das ist alles okay. Und ich noch so, naja, 50 wird ja wohl zu schaffen sein. Jetzt werde ich hier verkloppt wie anno dazumal. Oh, holy.
Du bist ganz schön groß. Du warst mal groß. Und ich habe 50 bekommen. Das müsste gereicht haben eigentlich schon. Aber ich mache einfach weiter. Und ja, tatsächlich, bei N64 und GameCube habe ich auch immer mit Link gespielt. Ich bin echt ein sehr gerne Spieler mit Link. Deutsch ich nicht kann. Yoda mein Vater war. Bitte nicht haten. Oh boy, oh boy. Nein. So. So, hallo Fire Dragon. Du bist sowas von hier. Wir haben einen neuen Rekord aufgestellt. 76 besiegte Gegner. Ja, der Nightbot eben. Du weißt. Es ist wirklich schade, dass man solche Maßnahmen greifen muss. Oh, ich wollte eigentlich... Kann ich jetzt wieder... Kann ich beenden? Ja. Jetzt müsste ich eigentlich das freigeschaltet bekommen. Theoretisch. Nein. Was habe ich übersehen? Verdammt. Hätte ich gleich rausgehen müssen? Ah, nee, jetzt. Reisender Bumerang erhalten. Erziele mit 50 oder mehr K.O.s einen einzelnen Endlos-Smash-Solo. Prima. Also Discord ist eine Voice-Chat, der im Browser funktioniert. Lieber Fire Dragon, das Problem bei Browser ist, dass meine Capture Card, Gott hab sie selig, nein, dass ganz gerne mal die Übertragung nicht funktioniert, wenn irgendein Browser offen ist. Warum auch immer zum Fick, aber wir versuchen es auf jeden Fall mal. Ich würde sagen, wir versuchen noch was. Wie gesagt, Pause ist noch nicht. Und in der Pause versuche ich mir das mal ein bisschen anzulesen. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Was können wir noch Schönes machen? Was ist das denn hier? Setze den Ultra Smash jedes einzelnen Kämpfers ein. Das können wir später machen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich da anfangen soll, weil... Sie haben alle Spezialtechniken. Natürlich, das machen wir mal ganz schnell. Mindestens 700 unterschiedliche Trophäen. Kann man sich auch herunterladen. Das ist gut. Dann werde ich das machen. La 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 la. Was wollte ich machen? Ach, Trophäen, genau. 700 Trophäen. La 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 la. Wir kaufen mal welche, würde ich sagen. Wir haben ein bisschen Kohle. Laden. So. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, woran man erkennt, welche Trophäen man hat und welche nicht. Ich meine, da steht zwar freigeschaltet, aber habe ich die nicht schon in irgendeiner Weise bekommen? Und sind die, die da nicht auf freigeschaltet stehen, habe ich die dann automatisch schon? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich mag ja den Herrn hier. Die Chimäre. Bobob. I can play. I know. We all can play. Play with bad jokes. Ah, by the way, I think I cannot play, if I see all this stuff. Freigeschaltet heißt, dass du sie hast. Das heißt, wenn ich mir sie jetzt kaufe, werden sie im Prinzip doppelt, richtig? Dann müsste ich also... Wobei ich möchte fast schwören, dass ich Mega Logok wirklich schon gekauft habe, irgendwann mal. Alle, die das nicht haben, brauchst du noch. Okay. Dann, her damit. Schubert und eine Bewohnerin. Flash Dragon, hast du auch schon mal Animal Crossing gespielt? Ich traue mich nicht. Wahrscheinlich wird dann mein ganzes Leben zerstört, weil ich so oft spiele. Ich weiß, wie addicting das ist. Okay, dann brauche ich ja die nicht mehr. Okay, tschüss. Tschüss.
Okay, wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Da wollte ich nicht hin. Ich wollte zum Schauplatz. 700 brauchen wir. Jupp. Wie sieht der Moobot einfach mal dazwischen mogelt? 535 brauche ich. Für den Gamecube damals. Nee, für die Wii. Okay. Wir können auch übrigens alle Wii-Spiele mittlerweile streamen. Das habe ich auch eingestellt, dass das funktioniert. Und alle, die ich habe, ich müsste sie nur noch auflisten. Können wir dann angehen. Unter anderem auch Zelda, wo ich sehr, sehr gehypt bin. Wobei wir auch noch den hier liegen haben, den ich auch noch fertig machen muss. Spiegel, Spiegel, Spiegel. Man kann es, glaube ich, so ein bisschen erkennen. Ne? Also 1 und 2. Wobei ich wahrscheinlich erst 1 machen werde, dann ein bisschen Pause und dann die 2. Aber mal gucken. Wir brauchen unbedingt Trophäen. Ich gucke gerade, dass wir die, ein paar Meilensteine kombinieren können. Tatsächlich. Dam, bau, dam, miau. Meistere den Modus Crazy Aufträge in 12 oder mehr Runden. Okay. Okay. Machen wir. Ich werde sowas von kaputt gehen. 12 Runden. Also 12 Runden. Wir werden die Tickets. Gold brauchen wir. Wie gesagt, würde ich dich gerne als... wie gesagt, würde ich alles gerne mit dir machen. Aber mit dir reden zu können, das wäre echt super nett von dir. Wie gesagt, Flash Dragon ist gar kein Problem. Sollten wir das technisch irgendwie hinbekommen, machen wir das. Gar keine Sache. Ich würde fast auf Ike gehen bei diesem Auftrag, weil ich nicht nur ein bisschen Beefiness brauche. Ich brauche echt ein bisschen Durchschlagskraft wahrscheinlich bei dem crazy Aufträgen. Und deswegen nehmen wir den einfach mal. So. 12 Runden. Erinnert mich. Riesenkampf. Ich hoffe, der Riesenkampf wird kein Riesenkrampf. Wo bin ich? Oh. Ich wäre fast schon wieder von der Ecke gesprungen. So. Haust du ab, mein Dicker. Du und dein schwules Zauber... Ich sag nichts mehr. Komm schon. Hau ab. Jawohl. Ike nehme ich immer bei diesen Aufträgen. Hey. Du gefällst mir. Bist mir gleich sympathischer. Ich könnte jetzt schon ins Finale gehen, aber wir brauchen 12 Gewinne erstmal. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Jeder gegen jeden. Einfach draufhauen. Ohne zu gucken, wer das überhaupt ist. Ike ist auch echt einer meiner Favoriten. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Fuck. Sonic ist so schnell. Entschuldigung, ist ja noch recht früh. Ich darf nicht so viel fluchen. Nachher gucken hier noch junge Leute zu. Nein! 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 Nein. Niederlage. Das fängt ja gut an. Wir müssen 12 solche Kämpfe machen. Ich hoffe, ich habe genügend Tickets dafür. Oh, wie beschämend. Vielleicht ist Ike doch nicht die beste Wahl. Du bist ja ein Peach-Main, ne? Normalerweise sollte ich das mal mit Peach versuchen. Versuchen wir es einfach mit Link nochmal. Riesenkämpfe nehme ich eigentlich immer ganz gerne an. Weil das Ziel echt eine große Hitbox hat. Aber mal gucken. Was hältst du eigentlich vom neuen Spieler Cloud, sag mal? Ich meine, ich bin jetzt nicht so der große Final Fantasy Fan. Mir wäre es eher lieber, wenn... Spieler wie Pokémon dazugekommen wären. Zum Beispiel Turtok vermisse ich immer noch. Stirb!
Ja, ich weiß, was ich bin. Brillant. Brillant wie ein Brilli. Down, 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 bam, bam. Nee, eigentlich, was ist das denn für eine Stage? Ach so, ich sehe schon. Das war gut. Wir haben kaum Zeit vergeudet. Wir nehmen einfach weiter Riesenkämpfe, soweit wir noch welche haben. Ist jetzt Kampf 3, oder? Ich glaube schon. Ich hoffe, du zählst mit. Wenn ich tue es nicht. Es kann sein, dass ich bei den Matches ein bisschen ruhiger werde. Weil ich echt so ein bisschen mich versuche zu konzentrieren. Ach, 4 Runden sieht man da auch sowieso. Sehr gut. Riesenkampf. Oh boy. Ich bin so gehypt. Wir dürfen nicht verlieren. Also ich habe gerade bei Discord einen Server erstellt. Ja. Alter. Diese Kackschnitzel, die in der Pfanne sind. Nein! Nein! Fuck my life. Das ist das Schlimmste, was hätte passieren können. Nein! Gott sei Dank. Oh boy. Warum treffe ich den nicht? Ciao. Jetzt aber. Also, habe gerade mal bei Discord einen Server erstellt. Auch ein Vorteil. Alles ist kostenlos und du kannst so viel separate Server, wie du... Ich kann nicht reden und sprechen auch nicht. Du kannst so viele separate Server, wie du willst, erstellen. Okay. Sehr gut. Sehr gut. Boah, wir haben schon 64% Schaden, aber wir müssen 12... Wir müssen 12 Matches gewinnen, nicht wahr? Gendo haut natürlich richtig rein, aber ich darf mir nicht gefallen lassen, als Link nicht gegen ihn zu kämpfen. Sprich, wäre für dich einfacher zu machen? Ja, glaube ich schon. Ich versuche noch ein bisschen zu snacken auf dem Weg. Wäre noch besser, um einfach so ein bisschen Gesundheit wieder zu bekommen, aber das ist doch schon ganz schön schwierig. Oh, können wir uns mal die Belohnung anschauen? 2300 Gold. Verlockend! Wir dürfen nicht. Ein Heerkampf gegen Megamense? Männer? Megamänner? Sagt man Megamänner? Was ist die Mehrzahl von Megaman? Ich habe keinen blassen Schimmer. Teamkampf wieder gegen jeden. Ich mache einfach mal die Megamänner. Das hört sich einfach so gut an. Wahrscheinlich wird das unser Untergang sein. Oh Gott, ja, es ist unser Untergang. Holy, sind die stark. Holy shitaroni. Haben 3 gegen 1. Das war der eine. Das war der zweite. Da kommen noch welche. Wie viele denn? 8 Stück noch. Ich habe mich schon fast gefreut. Und da ist eine Säge. Was Sägewerk. 5 Stück. Oh boy, ich glaube, das ist eine der schwersten Missionen hier. Ach übrigens, für die Leute, die es interessiert, mein SNES ist leider aktuell in der Reparatur.
es gab einen kleinen Sicherungsausfall und hat es zerledert. Ich hoffe, ich kann es für 20 Euro reparieren lassen. Ich hoffe. So, ciao. Wow, nicht mit mir. Nein! 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 Ist das doch ein Game? Ob es das wirklich im Plural gibt? Weiß ich nicht. Oh, wir haben so viel verloren. Okay, wenigstens behalten wir das Gold. Das ist immerhin schon was. Ich glaube, ich bin dafür aktuell so ein bisschen zu schlecht, oder? Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause. Ich spiele schon ein bisschen Musik ein. Und ihr könnt auf jeden Fall meinen neuen Pausenscreen beobachten. Für euch gibt es jetzt erstmal Isaac als Musik. Bitteschön.
So. Geht sofort weiter. Jetzt, wo Pause ist, lad dir erstmal Discord runter. Ja. Weißt du, wenn ich mir jetzt Discord runterlade? Und halte ich für eine gute Idee. Wenn nicht meine Verbindung so schlecht wäre. Ich schaue es mir auf jeden Fall an und werde es im nächsten Stream mir durchaus mal mit ansehen. Es gibt eine App dafür. Ich möchte natürlich, dass das so gut wie qualitativ möglich rüberkommt. Von daher, ja. Beim nächsten Mal wird es sicherlich mit dabei sein. Ich bin schon froh, was ich jetzt mit eingestellt habe. Voll gut. So. Kamera fehlt. Da habt ihr ihn. Ich hätte mir was zu trinken mitnehmen sollen. Verdammt, ihr habt jetzt alle Getränke und ich nicht. Wie unfair. Wie unfair. Licht fehlt auch noch. Immer das Gleiche mit dem ganzen Personal hier. Ist nicht so schön. Nicht so schön. Wo waren wir stehen geblieben? Ich glaube, wir waren stehen geblieben beim Crazy Aufträgen. Die machen mir auch gleich folgt. Oh boy. Warum? Warum? Warum tut ihr mir das an? 25 Tickets. Okay, mit links hat nichts funktioniert. Mal so. Wir sollten es mal mit Mario versuchen. Einfach, weil der sehr ausgeglichen ist als Spieler. Boop. So. Warum bin ich so klein? Genau in die Bombe reingelaufen. Fuck my life. Nein! Der spielt genauso wie andere Leute Suppen kochen. Einfach mal mit zu viel Salz. Okay, dann beim nächsten Mal. Freue mich schon drauf. Willst du mich noch irgendwie adden, damit wir einfach mal chatten können? Gib mir einfach mal deine Kontaktdaten. Ich werde die mir mal rauskopieren. Dann machen wir das mal. Lala. Missionen sind ja auch noch da. Oh boy. Ich glaube 100% werden wir das Spiel sehr lange nicht durchhaben. Wir müssen unbedingt 12 haben. Anders geht's nicht. Jupp. Jeder gegen jeden. Sehr gerne. Die Kontaktdaten von Discord, heißt es glaube ich. Discord, ja. Der Kampf der Kämpfe. Endlich sagte Mario mal, wo es lang geht. Scheiß Prinzessin, lass sie niemanden führen. Ich habe zu tun. Ich habe meinen Beruf als Klempner. Du kannst doch nicht einfach hier immer verschwinden. Mit der komischen Echse rummachen, das geht doch nicht. Voll blöd von dir. Badababam. So, jeder gegen jeden. Aktuelle Runde 2. Wir müssen für. Nicht 14, 12 müssen wir. 12. Mein Stuhl macht Geräusche. Ich hoffe, das kann man nicht hören. Das wäre mir ein bisschen peinlich. Ich räume jetzt mal von hinten auf. Ich darf nicht so viel Schaden nehmen.
Ja, komm her. Ich nehme Anlauf. Bam. Meine Finger sind ganz kalt. Ich war gerade draußen gewesen. Eieiei. Komm schon, stirb doch mal. Der hat fast 200% Schaden. Der muss eigentlich von Ecke zu Ecke fliegen. Quajutsu kann ich nochmal probieren als Main. Da geht auch eine ganze Weile. Anders gefragt, welche Programme nutzt du denn regelmäßig? Zum Aufnehmen oder... Was? Also Programme zum Aufnehmen an sich? Habe ich das nicht unten reingeschrieben? Ich glaube, das habe ich tatsächlich vergessen. Generell zum Stream nutze ich OBS. Ich hätte noch XSplit. Ansonsten nutze ich die LGP. Das ist die Capture Card. Die Live Gamer Pro. Und dann noch die ganzen Engines dazu, die halt das Video- und Audiomaterial von der Konsole auf den Rechner über OBS in Twitch reintun. Um das mal für Laien eben zu nutzen. Zum Chatten. Also an sich habe ich zwar Facebook, was allerdings eher für Freunde, Familie und Co. ist. Für Spiele an sich Steam. Also komplett Steam. Und dann bin ich noch im Xbox One-Netzwerk angemeldet, das ich auch sehr regelmäßig nutze. Und ansonsten halt die Wii U, das Zeug, was da eben quasi so mit dabei ist. Und ich glaube, das ist auch genug. Das ist manchmal echt zu viel. Na wirklich... so ein bisschen Track zu behalten. Wobei ich bei allen Netzwerken unregelmäßig wirklich reinschaue. Das war gut. Ich habe mir einfach nach unten genockt. Je nachdem, wo ich gerade beim Stream bin oder was ich gerade mache tatsächlich. Teamkampf, das sollte möglich sein. Also Steam, ja. Kannst mir als Flüsternachricht zukommen lassen. Dann musst du es nicht im Chat posten. Falsche Richtung. Wo ist Siegfried, ha? So, Pummeluff, dein letztes Stündchen hat geschlagen. Und daneben, na tolle Wurst. Alter, Pummeluff, übertreib's nicht. Ich dürfte gerade nicht sterben. Ja, wie gesagt, also wenn ich mal gerade online bin, dann bin ich auch meistens am Zocken und kann halt nicht so viel schreiben. Aber das ist auch, glaube ich, verständlich. Aber wie gesagt, Beruf und so ist halt. Ich meine, der beste Weg, mit mir wirklich zu interagieren, ist der Twitch-Chat. So blöd es klingen mag und ich habe nichts mehr zu trinken. Aber da lese ich wirklich regelmäßig bei mir. Ist halt so. Ich möchte keinen Herkampf haben, das hat mich beim letzten Mal zerstört. Dann lieber jeden gegen jeden, wobei besser noch Teamkampf. Ich weiß nicht. Jeder gegen jeden klingt gut. Ja, du siehst ja selber, wie aktiv ich denn auf den Chat mit eingehe. Für mich reicht das im Prinzip. Ich, wenn es halt mit Voice angehen sollte, wäre Teamspeak halt eine Option. Wobei der Server auch eher noch für... Wo ist eigentlich mein Team? Mal so gefragt. Ach, die kämpfen im Team gegen mich, oder was? Ist ja auch kacke. Wobei der Twitch... Ach, Twitch sage ich schon. Der Teamspeak-Server mehr für den ETS 2 gedacht ist. Für den Euro Truck Simulator, der bei meinem Rechner, den ich aktuell habe, nicht wirklich läuft. Hey, ich habe eine Schrottmühle. Das ist sozusagen der Millennium Falcon unter Rechnern. Was will Rosalina eigentlich von mir? Nein. Oh, dreimal einem Streich.
Zwei mit einem Streich. Komm schon. Ich muss sie doch mal rauskegeln können. Alter Finne. Das passt doch hier auf keine Kuhhaut. Und ich finde, bis jetzt schlägt sich Mario noch sehr gut. Wir sind in den Runden noch ziemlich weit vorne, was 12 Runden angeht zumindest. Aber bisher habe ich, Gott schütze, noch nicht so viel Schaden eingesteckt eigentlich. Wie bei den anderen Leuten. Komm schon. Nu, das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Oh. Ja, okay. Flash Dragon, das hätte ich mir fast noch denken können. Okay, gut, gut, gut. 6 Runden. Wir sind in der 6. Runde. Wir müssen dann nochmal so viele machen. Ich werde es erstmal auf Steam adden. Das mache ich einfach mal so on the fly. Also falls das Stream jetzt abstürzt, dann war es Steam. Nur so zur Info. Es muss aktualisiert werden. Jeden Tag, dann kann ich mir was zu trinken holen. Unos momentos, companos. Helos grandos. Ich werde es wieder weg sein. Und gleich wieder da. Ach ja, das wunderbare Steam noch. So. Boop. Da ist er wieder. Schließen. Ich will keine Angebote. Nein. Ich hätte gerne einen Freund. Ein Freund. Wie kann man ihn auch mal da hinzufügen? Oh, schönes Triforce, mein Freund. Du solltest jetzt eine Einladung bekommen haben. Rein theopraktoretisch. Dann kann ich Steam auch wieder durchaus mal mit rauskicken. Weil das dann doch an der Performance ein bisschen zieht. So. Ja, Skype habe ich nicht. Animax habe ich auch nicht. Vio kann ich gerade nicht sagen, denn meine Amiibos kämpfen gerade. Really? Eine halbe Stunde Kampf. Du willst doch nicht etwa farmen, oder? Du willst doch nicht etwa farmen, mein Lieber. Du Schlingel, du. Aber es ist natürlich eine gute Variante, einfach mal, um die Sachen dann dementsprechend zu bekommen. Warum habe ich gerade so viele Flüsternachrichten? Nicht nur von dir, generell. Ah, muss ich mal aufräumen. Muss ich mal aufräumen, aber nicht jetzt. Wir sind dabei. Teamkampf oder jeden gegen jeden. Ich würde... Alter. Mein Armer. Alle Level 50. Weißt du, ich habe alle Amiibos. Muss ich ja gestehen. Ich bin echter Fanboy. Ich trainiere die tatsächlich noch selber. Und wenn die dann irgendwie so ab Level 40 sind, dann lasse ich sie gegeneinander kämpfen. Teamkampf. Höher geht's nicht, voll blöd. Aber die lernen tatsächlich noch dazu. Also es ist nicht so, dass die irgendwann aufhören mit 50. Du kannst sie ja noch füttern. Und die werden scheiße stark. So, jetzt hier mal ein bisschen verkloppen. Verkloppometer. Was ist das überhaupt für ein Team? Zwei Affen und ein Kirby-Gedingsel. Hier stimmt gar nicht. Ein Villager und ein Kirby-Gedingsel. Nein, was? Nein. Zwei Affen und ein Villager.
Gehirn not found. Can you even brain, Jack Red? Can you even brain? So. Ciao, Affe. Nein, Auto, Auto, Auto. Nein. Au, au. To, to, to. Ich brauche echt ein paar Items, die mich heilen lassen. Das wäre echt formidabel. Discord, okay. Peach, Link, Kirby und Pikachu. Okay. Mein erster Amiibo war tatsächlich Samus. Im normalen Suit quasi. Und ich dachte, ach, die sind mir eh zu teuer. Ich werde da nie mit weitermachen. Und zack, hast du alle. Und zack, hast du alle. Das ist echt schlimm. Ich glaube, mit dem Geld, was ich da gespendet habe, ausgegeben, hätte ich mir echt einen Streaming-Rechner kaufen können. Riesenkampf, nehme ich. Nehme ich sehr gerne an. Bam, bam, bad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 
Was ist denn hier oben noch Schickes? Meistere All-Star auf Stufe schwer mit 8 oder mehr Charakteren. Das dauert eine Weile. Ich muss mir aufschreiben, was da tatsächlich dann der Fall ist. Boah, crazy Aufträge mit 20. Oh Gott. Erziele 120 oder mehr K.O.s. Das ist auch sehr schwierig. Brutalo Smash. Wir versuchen mal den Brutalo Smash. Dankeschön. Down. Bam, bam, bam. Ja, Quajutsu ist echt eine gute Wahl. Wie gesagt, ich hätte mir eher Turtok gewünscht, aber... Was willst du machen? Was willst du machen? Das war... Wo war das? War das hier? Ich bin mir nicht sicher. All-Star auf schwer. Okay. I got this. Ja, wobei ich auch mit fast allen Charakteren echt gut spielen kann. Oh, verdammt. Das war nur auf normal. Okay. Training normal. Gerade mal. Wow. Ich habe auf einen anderen Quali zugeschaut. Das war echt erfolgreich. Good game. Good game. RIP. Das war volles gutes Ergebnis. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf schwer zu stellen. Bam, bam. Welche Amiibos trainierst du gerade, Flash Dragon? Und ja, wir müssen auch noch Amiibos trainieren. Oh, den habe ich down gedodged. Oh boy. Ciao. Alle vier mit einem Mal. Wow. Das gefällt mir gar nicht, wenn ich so auf der Ecke stehe. Ich stehe eigentlich ganz gerne lieber im Zentrum der Stage. Weil egal von welcher Seite ich angegriffen werde, ich habe dann mehr Zeit nach links und rechts zu reagieren. Komm schon! Komm schon! Was zum Henker? So, Rosalina, du bist die Letzte. Du bist das Letzte vor allem. Nee, ich mag Rosalina echt gerne. Mag ich sogar noch lieber als Peach. Aus irgendeinem unerdenklichen Grund mag ich die lieber. Hm. Wer weiß. 110 Gold, wow. Wow. Für die Anstrengung. Eine Megamomate. Dankeschön. Ist das Schönes. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich nehme einfach alles. Oder muss man sich für das nächste Mal aufsparen? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme es einfach mit. Zoom. Ich halte Peach die Treue. Ja, nur Peach hält Mario nicht die Treue. Das ist das Problem. Wobei, man muss ja auch ganz klar sagen, dass Rosalina eigentlich auch die Tochter von Luigi ist. Oder wie war das? Ich glaube schon. Oh nein, nicht den Smash an mir durchführen. Du stirbst lieber. Okay, danke. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich muss mal ganz kurz hier weg. Alter, was? Nein. Gut, dass man da wenigstens im Wasser noch kurzzeitig sein kann. Diese Stage, ich hasse sie. Ich hasse sie bis zum Erbrechen. Kann ich was sagen? Oh, ist das Lemmy? Den mag ich ihn wieder. Die See wird stürmischer, natürlich, weil Toon Link auch wieder hier ist.
Wow, was für eine Rettung. Alter, die sind echt krass drauf gerade, nicht wahr? Dabei sind es alles nur NPCs. Krasse Sache. Nein, Ulima, hau ab. Okay, zwei Gegner noch. No! Kann ich bitte wieder hier nach oben? Nein! Fuck. Ich fluche gerade echt so ein bisschen viel. Entschuldig dafür. Aber es ist gerade echt ein bisschen intensiv, der Kampf gerade. Okay, der ist gestorben. No! Oh Gott, oh Gott. Nase juckt. Pff, alte Frau habe ich bekommen. Ich fühle mich eher wie ein alter Mann, aber okay. Boah, war das anstrengend. Okay, hier sind wieder neue Items. Das finde ich voll gut. Hab mal eben nachgelesen und Nope ist nicht verwandt mit Mario und Co. Tatsächlich nicht. Sondern, was ist denn tatsächlich die gute Rosalina? Weil ich glaube, ich habe mal gelesen, dass Rosalina die Tochter von Luigi aus der Zukunft sei, die zurückgereist ist, um Luigi zu retten. What the fuck, Nintendo? What the fuck? Eine Wächterin der Sternenkinder. Oh. Ich finde es auch schön, wie da die Trophäen stehen. Von den Gegnern, die wir besiegt haben. Und ich finde es so ein bisschen... Kann ich die irgendwie nutzen, die Fee? Ich bräuchte die. Ich brauche die Fee. Kannst du mir sagen, wie ich die Fee nutze? Ich brauche die echt. Ich habe 81% Schaden. Ich renne hier mit dem Glas rum. Wie so ein bekloppter Milchkrieger. Ab 100% Schaden erst. Are you fucking kidding me? Ich versuche so wenig wie möglich Schaden zu machen. Zu nehmen. Und dann kann ich die erst ab 100% Schaden nutzen. Okay. Gut, gut. So viel dazu. Muss ich also wirklich 100% Schaden haben? Nein. Wow, Cloud. Pass mal auf mit deinem Pikschwert. Ganondorf! Du alter Knacker! Du hast ganz schön viel Stärke. Ich spiele auch Ganondorf echt gerne, muss ich ja dazu sagen. Wow. Kann ich nicht einfach die Flamme bei Gluraks Schwanz löschen? Das Wasser-Pokémon, dann stirbt er doch. Aber zumindest nur in dem Anime. Hier ist tatsächlich... Oh, Pokémon Arena. What the fuck? Und da haben wir noch einen Monkey. Alter, Mewtwo, please. Please. Ja, Rosalina Sternwächterin. So ist es also. Jetzt habe ich auf jeden Fall 100% Schaden. Nein. Oh boy. Das war echt ein schneller Konter von Ness. Jetzt. Ah, fuck.
Scheiße. Das ist echt anstrengend gerade. Prinzipiell könnte der mich fast mit einem... Ich glaube, der nächste Treffer muss sitzen. Jawohl. Leider schon. Okay. Gut, aber wir haben es gemeistert. Wir haben es Gott sei Dank gemeistert. Mann, Mann, Mann. Gott sei Dank haben wir nicht mehr so viel Schnee wie du gestern. So, liebe Fee. Fee. Oh, eine Wohltat. What? Die halten nicht ganz hundertprozentig. Hätte ich mir in anderen Sachen vielleicht doch aufheben sollen. Okay, beim nächsten Mal weiß ich vielleicht mehr. Wen haben wir denn hier? Meta Knight, Falco, Fox. Ja. Okay. Wird interessant. Wird interessant. Dam, bada, bada. Fuck, sind die beiden schnell. Sind so äquivalent zu Zero Suit Samus und Kwajutsu. Von der Schnelligkeit her. Mal dazu gesagt, die Map ist echt scheiße, um irgendwas zu erkennen. Oh, genau, reingerannt. Oh, what? Der kehrt zurück. Das war mit Bande gespielt. Nein! 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 Nope! Oh boy. Oh boy, oh boy. Wir haben wenigstens eine Hochdruckpumpe bekommen. Oh Mann. Ja, es ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Na komm schon. Oh ja, 500 Trophäen sind schnell zu bekommen. Aber 700 hingegen. Boah, das dauert ewig. Alter, was? Was machen alle diese komischen Schwertkämpfer hier? Ich frage mich das sowieso schon immer. Noch mehr Schwertkämpfer, natürlich. Natürlich. Aber mir scheint, du kennst dich mit den Items mehr aus als ich, Fire Dragon. Flash Dragon. Dragon. Ich taufe dir einfach Dragon. Irgendwann sage ich zu dir Lion, was auch immer. Kopf ist gerade zu beschäftigt. Sorry, manchmal kriege ich den Namen echt nicht hin. Kann Lucina jetzt mal sterben? Dankeschön. Und du auch. Du brauchst mir gar nicht deinen Ball geben. Generell will ich deine Bälle gar nicht sehen. Tschüss. Und da ist sie wieder. Rosalina. Du Sternenkriegerretterin des Himmels. Boy. Geballte Frauenpower hier. Und keine Peach zu sehen.
Der Luma verkloppt mich, alles klar. Warum auch nicht? Im Prinzip könnte ich jetzt ja einmal 100% Schaden einstecken, damit ich mich so ein bisschen heilen kann. Und dann snack ich sie weg. Aber ich glaube, es ist nie eine gute Idee, bei Smash Schaden einzustecken. So rein theoretisch. Und 10 Gold, wieder. Wieder und wieder. Eine Schmach. Okay, diesmal lasse ich was liegen, würde ich sagen. Die Trophys nehme ich mit. Ich gucke nachher nochmal, was aus meinem selbst erstellten Turnier bei Smash Brothers geworden ist. Genau, mach das mal. Okay, das Herz halt also ganz. Dann lasse ich die drei Items liegen fürs nächste Mal. Klappt das? Diese Map, ne? Die mappt mich mit. Bin sowieso jemand, der immer auf Schiffen seekrank wird. Und Schiffe in Spielen sind außer bei Assassin's Creed nicht erlaubt. Wirklich nicht. Da mache ich auch gar keine Ausnahme. Ist es nicht so, dass wir auch Bayonetta bekommen sollten als Smash-Figur? Fragt sich nur wann. So, jetzt hier. Hau ab. Ja, so weit waren wir vorhin auch schon. Das stimmt wohl. Aber nicht mit Mario. 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 Okay, da ist nichts Neues. Jetzt regnet es auch noch. Nein! Dieses Boot, ne? Das ist echt mein Tod. Der Lemmy, hopp! Der hat sich echt gut geschlagen, der Lemmy. Komm schon, komm schon. Ich will nicht zum Katapult, also wirklich nicht. Das ist das Letzte, was ich möchte. Na jetzt aber. Das gibt's doch wohl nicht. Haut doch mal ab. Die sind echt nicht klein zu kriegen, wenn schwer. Kann das sein? Die hauen mich mit 100% weg. Und ich brauche 300 Jahre, um die mit 200% endlich aus dem Ring zu werfen. Das kann ja irgendwo nicht angehen. Ich schlage jetzt mich hier an zwei Fronten. Was zum Henker ist mit den... Was läuft mit den schief? Ganz ehrlich, die sind... Hallo? Stück doch mal bitte. Das ist doch nicht normal mit denen. Wie viel Prozent hat der eigentlich? Der hat doch bestimmt über 300% schon mittlerweile. Explosiver Schlag. Wow. Jetzt bin ich gespannt, ob die Items noch da liegen. Okay. Ist ja auch schön. 99%. Eine Megamomate. Wobei das auch nicht garantiert ist, dass ich dann eben gewinne im Spiel. Nein! Nicht an die Seite.
Seiten sind immer schlecht. Ich kenne auch das Moveset von Cloud noch überhaupt nicht. Von daher kann ich auch gar nicht sagen, was er gerade vorhat, wenn er irgendwelche komischen Zeichen in Luft malt. Das ist genauso wie Schalk, das ist auch immer noch so ein Mysterium für mich. Und da ich Final Fantasy auch noch nie gespielt habe, und jetzt werden mich dafür einige steinigen, ich habe keine Ahnung, wie das es funktioniert. Nein! Alter, was? Nicht von der Map, nicht von der Map, bitte nicht. Alter, was geht hier ab gerade? Das ist ein bisschen hardcore gerade. Hi, Xami02. What's poppin', man? Du musst mal einen DKC2-Stream machen. Was ist DK2? DCK2? Ich hab keinen blassen Schimmer. Donkey Kong Country? Donkey Kong Country. Ich bin mir sicher, es ist Donkey Kong Country. Ich hab's mir gerade selber beantwortet. Und das Spiel habe ich noch nicht. Was eine Farce. Ich habe alle möglichen Spiele, aber das habe ich nicht, kurioserweise. Ich habe das ganz oldschool vom SNES-Spiel mit Donkey Kong. Donkey Kong Country 2, okay. Ich habe es verstanden. Ich möchte bitte hier dieses Spiel gewinnen. Dankeschön. Jetzt bist du dran, du Affe. Was? Ich habe geblockt, die Sau. XXSami02. What's going on, man? How are you doing? I have the feeling that he's just there to distract me, actually. Ja, 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 stirb, stirb, stirb! Sehr schön. Spielst du online? Ja, aber nicht jetzt. Was ich gerade mache, Sami, ist versuchen, die Meilensteine zu erreichen, tatsächlich. Und der Flash Dragon hilft mir dabei. Seelisch und mental und körperlich, natürlich. Weil körperliche Gefälligkeiten, weißt du, die müssen sein. Aua, nicht hauen, nicht hauen. Nicht hauen, bitte. So, Trophäen sammeln. Jetzt könnten wir rein theoretisch die Fee nutzen. Die uns aber nicht völlig heilt, was aber nicht so schlimm ist. Denn mit 40 kann ich eigentlich schon leben. Sagte er und starb. War es nicht genau die Stelle, an der wir auch vorhin gestorben sind? Ja, ich habe jetzt, generell habe ich eigentlich zwar schon Main, wo ich sehr gut bin, aber in manchen Gelegenheiten mag ich halt die Sachen zu wechseln. Besonders in solchen Spielen, um einfach nicht in allen Charakteren einzurosten, so ein bisschen flexibel zu bleiben. Also die hauen mir echt auf die Fresse gerade, kann das sein? Fuck. Der Wario, ne? Wario, please. Boah, Alter, was? Was geht hier gerade ab? Was geht hier gerade ab? Darf ich bitte ganz kurz mir mal Freiraum schaffen? Nein! Nein! König DDD wieder. War der das nicht auch beim letzten Mal, der mich rausgehauen hat? Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Too strong. Too strong.
Wenigstens habe ich noch einen Rekord aufgestellt. Ah, ich wollte noch Bundesliga gucken. Mist, naja, egal. Oh, bist du ein Fußballfan? Ich kann ja Fußball überhaupt nichts abgewinnen. Also, nicht, dass du es mir böse ansiehst, aber ich kann mit Fußball so gar nichts anfangen. Wobei das ja auch schon sehr spannend ist. Das ist schon wie ein Krimi gerade. Wir müssen nochmal ran, tut mir leid. Ich würde es auch komplett verstehen, wenn ihr sagt, der kriegt es ja eh nicht hin heute. Was auch durchaus sein kann, dass ich es nicht hinbekomme. War Bundesliga jetzt schon vorbei? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus, muss ich ja zu meiner Schmach gestehen. Man kann natürlich auch so gucken, dass man so wenig wie möglich Schaden gerade einsteckt. Und die Items sehr, sehr spät nutzt. Aber vielleicht sollte ich mich echt in der Stage mit König DDD hochheilen. Sodass ich dann möglichst viele Sachen halt verwenden kann. Und nicht gleich drauf gehe. So. Ich hoffe, ihr könnt das Klicken des Controllers nicht hören. Und wenn doch, tut's mir leid. Es ist eine sehr intensive Spielung hier. Stirb da, Pit. Danke. Schulk. Bitte nicht. So. Jetzt haben wir das schon einiges aufgeräumt. Komm schon her. Baby, Darling, please, komm her. Du wirst heute sterben. Wow, die hat es geblockt. Und mich dann auch gleich auf die Fresse geschlagen. Das ist nicht Frauenpower. Obwohl, das sollte man nicht als Frauenpower publizieren, sonst fangen andere das auch noch an. Grundlos einfach mal zu schlagen. Ich mag Fußball auch nicht. Nur Weltmeisterschaft. Wobei das auch so ein bisschen... Ja, Weltmeisterschaft ist schon interessant, weil sehr viele Leute einfach da mitmachen. Aber okay. Jupp, HSV spielt. Hanseatischer... Verein? Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Wir könnten das nächste Spiel bestreiten. Ich möchte aber ganz gerne die Megamomat nehmen. Einfach weil Baum. Weil es uns tatsächlich helfen könnte. Sammy, magst du einen anderen Sport? Also E-Sports natürlich. Oh, fuck, 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 fuck. Nein! Die nehme ich von beiden Seiten gerade. Und ich weiß, dass das falsch klingt, aber es war einfach so passend. Und nein, es ist noch nicht die Zeit für solche Artigen Witze. Aber ist auch egal. Wen interessiert es eigentlich? Wir sind sowieso alle über 18, vermute ich einfach mal. Ich weiß, dass Dragon über 18 ist. Bei Sammy bin ich mir nicht sicher. Hallo, darf ich mal bitte auf die Plattform kommen? Dankeschön. Oh boy. Oh, hallo Schätzchen. Der Fanservice in Person kommt gerade. Zero Suit Samus. War schon damals Fanservice, als man mit einer gewissen Zeit nur den Zero Suit gesehen hat. Bei Super Metroid. Alter, Finne. %135. Nicht abbringen lassen, einmal weitermachen. Und keine Panik vor allem. Wisst ihr, Panik ist in den Videospielen auch sehr, sehr verbreitet. Und lässt dann echt manchmal doof dastehen. Nein! Fuck! Die Bombe, ne? Die hat mich echt getroffen. Nicht gedacht. Was ist mit Lukas los? So viele Prozent. Der Sound hängt. Tonen. Warum hängt der Sound? Ist das so?
200% hier. Ich will echt Lukas loswerden. Der kommt wieder. Ich hasse echt Lukas. Der ist so stark. Der ist kaum von der Stage zu bekommen. Ingame-Sound hängt? Ist das wirklich so? Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Kann da nicht sein. Wenn, dann hängt das... Wenn, dann hängt das ganze Spiel, würde ich sagen. Und das sind einfach nur Lags. Ich glaube, das sind einfach nur Lags. Nein! Fuck my life. Okay, ich bin fertig mit dem... Mit dieser Mission für heute. Wir sollten gucken, dass da was anderes ist. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich meine, dafür, dass wir bisher erst 0,16 Frames in über 2 Stunden Stream verloren haben, ist es echt gut. Ich würde ganz gerne jetzt mal was anderes zocken wollen. Wäre es mit einer Runde Mario Maker? Flash Dragon, da bist du sicherlich dabei, oder? Ich werde ganz kurz mal umswitchen. Ich werde doch mal ganz kurz den Stream kurz cutten, weil ich glaube, langsam hackt hier alles nach der langen... Pack das rechte Bild weg, es reißt mir das Herz, ich weiß. Und deswegen mache ich das auch. Ich kenne dich doch, Dragon. Wie gesagt, ich werde mal ganz kurz den Stream beenden. Ich mache mal kurz den Endstream hier rein. Und dann mache ich einen kleinen Cut und dann geht's sofort weiter. Also bitte dranbleiben.